Ja, willkommen zu Baphomets Fluch, der Sündenfall. Wir sind immer noch in Sandakova in der Höhle und wir wollen immer noch rauskommen. Wir haben immer noch das Rätsel nicht gelöst. Der Gen liegt immer noch hier und Nico auch. Hey Nico! Hey George! Wonach suchst du? Ich bin noch nicht sicher, aber die Tür muss sich irgendwie öffnen lassen. Ja, aber wie? Erst müssen wir das Rätsel entziffern. Das machen wir zusammen mit der Tabulos Veritatis und gehen ins Foto. Ja. Geh nochmal am Anfang. Wenn Genens Übersetzung stimmt, heißt das Symbol Ku-Is-Ai, Volk auf Reisen sehen. Das ist nur das einzigste... Das ist die Sonne, das ist Reisen. Aber wieso ist das... Ich denke, das ist die Sonne und das ist dann Reisen. Hallo? Anfang, Sonnenstadt. Reisen, Reise, Reisen. Am Anfang reisen wir in die Sonnenstadt. Da kam die Sonne. Xi-Xe ist mit Bergreich übersetzt. Neben das Symbol hatte Genen den Buchstaben B geschrieben. Das Bergreich war vermutlich der Ort, der auf Genens Karte mit A markiert war. Wieso macht er dann mit B? Also Genen hatte dieses Symbol Do-O bezeichnet. Vier Siege. Oh Gott. Nee, warte, das lese ich jetzt nicht. Einige Symbole stehen für Richtung. Ich will mal auf. Zahlen werden durch eine senkrechte Linie, senkrecht und waagerechten. Querstrich mit um welchen Wert jeder Querstrich die Zahl erhöht. Zahlen, das wird dann 3, 1, 2, 3. Wochen? Nee, reicht 3 Tage. Am Anfang in die Sonnenstadt machen wir uns auf den Weg und reisen 3 Tage. Wohin? Wenn Genens Übersetzung stimmt, bedeutet das Symbol Yu-Ha, etwa aufsteigende Stadt. Neben dieses Symbol hatte Genen den Buchstaben E geschrieben. Hatte das etwas mit den geheimen Markierungen auf Genens Karte zu tun? Bestimmt. Aber ein Kreuz mit einem Kreis. Und das Ding da hier, die kleine Rampe. Jetzt habe ich nur ein Kreuz, das wäre hier. Das bringt uns nicht weiter. Jetzt haben wir hier noch ein Wenn Kreuz. Genens Übersetzung stimmt, bedeutet Yi-Ip-Ku Untergang des Feindvolks. Und nach Genens Übersetzung ist dieses Symbol Ai-Yu-Lu, was sie den Aufstieg zur Göttlichkeit... Und hier nochmal. Du-A-Xe bedeutet anscheinend zweistromreich. Und andersrum hier nochmal. Wenn Genens Übersetzung... Die Symbole ergeben folgenden Text. Beginn, Sonnenstadt, Reise, 5 Tage Osten. Beginn, Sonnenstadt habe ich ja, Reise auch, 5 auch, Tage auch, Osten habe ich nicht und Fluss habe ich nicht. Beginn auch falsch. Anfang, Beginn. Anfang und Beginn wäre ja gleich, oder? Beginn, Anfang. Ich sehe keinen Beginn. Beginn ist ja Anfang. Beginn ist Anfang. Am Beginn, Osten und Reise, 3 Tage gegen Osten. Boah. Und dann den Hackebeil. Das war der Fluss, oder? Du-A-Xe bedeutet anscheinend zweistromreich. Das wäre zwei Strom, dann müsste es reich heißen. Zwei Strom ist Fluss. Strom ist Fluss. Ah, da muss man ums Eck denken hier. Seequelle Vulkan. Fluss.
Im Anfang in der Sonnenstadt machen wir eine Reise 3 Tage lang gegen Osten bis zum Fluss. Okay, Reise. Wenn Genens Übersetzung stimmt, steht La Hak Se für das Sonnenstadtreich. Diesem Symbol hatte Genen ein rotes A geschrieben. Ob dieses Sonnenstadtreich die Stelle ist, die Genen auf der Karte mit B markiert hat? Sonnenstadtreich, Genen mit B auf der Karte, Sonnenstadtreich. Na. Osten, Westen, Süden, B. Hallo? Süden? Süden? Reise 3, Reise, Süden, Tag, 3 Tage, wie viele Tage hier? 1, 2, 3, aber 3 haben wir hier schon, mit 2 Striche, 3. Fluss. Das ist 3. Das ist weniger. Wäre 2. Und das wäre dann 2,5. Na, Leute. Die Symbole. Warte mal. Fangen wir von hinten an. Fluss, 4, Quelle. Da wird das Fluss 4 Quelle. Genen hatte die Hieroglyphe Aksu mit Sturm aus Blut übersetzt. Quelle. Das ist nichts. Das ist einfach nichts für mich. Quelle. Ja, ich habe früher mal Quelle Kundendienst gearbeitet, ist aber lang her. Quelle. Reise in den Süden, so viele Tage im Himmelsrichtung nach der Quelle. Quelle, ach so, 6 Tage Wüste Quelle, 6 Tage Wüste Quelle, 6, das kapiere ich nicht, 6 Tage. Wüsten. Die 2. Reihe Symbole war entschlüsselt. Oh. Das passte. Cool. Fertig. Am Anfang. In Sonnstadt machen wir eine Reise 3 Tage lang zum Osten. Da kommen wir am Fluss. Da reisen wir weiter in den Süden. 6 Tage lang in die Wüste bis zur Quelle und 4 Tage lang bis zum Fluss. Okay. Jetzt habe ich gedacht, irgendwas springt da umher. Habe ich da richtig gemacht? Tipps. Beginn. Sonnstadt. Reise. 5 Tage Osten plus. Okay, weil ich habe ja nicht gehört, wie er gesagt hat, der Anfang ist Beginn. Warte mal. Beginn. Haben wir hier Beginn? 2, 5, 6, 7, Osten, Westen, Anfang. Ende, Sonne, Mond, Ziege, Sonnstadt.
Beginn. Na, Beginn ist Anfang. Wir beginnen am Anfang. Ja. Das sind die Richtungen. Die Karte. Wenn der Buchstabe dem in Genens Übersetzung entsprach, musste hier die Sonnenstadt liegen. Der Beginn an die Reise. Ich habe das noch aufgeschrieben. Warte mal. Am Anfang der Reise sind die in Sonnenstadt. Wenn genau der Buchstabe hier dem in Genens Übersetzung entsprach, musste hier die Sonnenstadt liegen. Wir gingen ja 5 Tage zum Osten bis zum Fluss. Wenn die Buchstaben denen in Genens Übersetzung entsprachen, musste dies das Bergreich sein. Ja, aber wir müssen ja im Zweireich. Wenn dieser Buchstabe derselbe Ort wie der mit D markierte in Genens Übersetzung war, lag hier der Sonnenuntergangsberg. Hallo? Jetzt hab ich das Keep gedrückt. Vielleicht weiß Nico was. Hey mehr. Nico! Wonach suchst du? Ich bin noch nicht sicher, aber die Tür muss sich irgendwie öffnen lassen. Ich sitze ein bisschen mit des Rätsels. Das habe ich gelöst, aber irgendwie muss da noch was passieren. Und was ist hiermit? Was macht man denn hier? Und der Statue? Und jetzt tut er auch die Figur, das ist, Ich gab der Statue noch einen Stoß. Das war Lucifer, oder? Das bringt uns alles nichts. Ich komme da nicht weiter. Ups. Genen. Was liegt hier? Liegt da noch was? Nee. Hab ich was übersehen? Den Mut, die Leiche. Die sterblichen Überreste eines Mannes auf dem Tisch. Ja, Leute, das ärgert mich. Ich komme nicht weiter. Was soll ich nochmal? Die Symbole geben den Text. Beginn. Habe ich aufgeschrieben. Sonnenstadt. Reise 5 Tage gegen Osten. Fluss. Reise Süden 6 Tage. Wüste. Quelle. 4 Fluss. Ich habe nur den Beginn nicht, ne? Beginn. 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 Ach, jetzt habe ich den ersten Rätsel gelöst. Er hat nur gesagt, jetzt habe ich das zweite gelöst. Anfang. Ende, Sonne, Mond, Siege, Anfang. Sonnenuntergang, Beginn. Nee. Wie es dann weitergeht, das erfährt im nächsten Teil und er kommt ganz kurz nach diesem Teil, weil ich muss es einfach wissen. Das ist hier. Ich muss aus der Höhle raus, ich werde ja verrückt hier. Naja, bis dann, mach's gut, mach's besser. Euer Christian.